Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test auf diesem Kanal. Heute geht's um Mechabolt, wo man nicht wirklich viel einstellen kann. Man kann nur die Musik an, ausmachen, Soundeffekte an, aus und mehr nicht. Aber es ist zumindest auf Deutsch. Keine Ahnung, ob man da auch noch die Sprache umstellen kann. Und wir spielen es einfach mal. Es sieht in der Overworld ein bisschen aus wie Forager, aber davon dürft ihr euch nicht beeinträchtigen lassen. Man muss Batterien sammeln, wie wir da sehen. Erhalte 12 Batterien, erhalte 60 Batterien und erhalte 36 Batterien. Ja, das sind die einzelnen Abschnitte in diesem Spiel. Und wir beginnen einfach mal im Dschungel. Es ist ein Rätselspiel. Ah, so ist das aufgebaut. Okay. Mit, mal gucken, 2, 4 mal 6, also 24. Ich denke mal 4 mal 24, also so knapp 100 Level wird das haben. Willkommen im Mechapark. Ein Abenteuer in einem Land mit tropischen Dschungeln und heißen Wüsten. Unsere sanften Roboter werden dir helfen, den Park sicher zu erkunden. Es gibt nichts zu fürchten. Eine Reihe von Ultrabatterien ermöglicht es unseren Kommandosen. Moment mal. Wo sind die ganzen Batterien? Oh nein, ohne sie werden die Roboter völlig außer Kontrolle geraten. Was würden sie ohne meinen Mechabolt tun? Jetzt geht das schon wieder los. Ein neuer Tag, ein neues Problem zu beheben. Aha, das sind wir und wir haben einen Mechabolt. Das ist, glaube ich, unsere Waffe. Und ja, wir können springen. Dieser Ort sieht gefährlich aus. Aber ich muss alle Batterien erhalten. Ja, es ist ein Puzzlespiel. Das sieht mir aus, als wenn da unten Fallen sind. Ja, Tatsache. Und ja, man muss halt die Batterien sammeln und das ist eigentlich schon alles. Ist quasi ein Jump'n'Run, aber mit Puzzle-Elementen und... Oh, okay, man darf nicht auf die raufspringen. Das ist hier kein Mario, das merken wir uns einfach mal. Kann ich denn schießen? Ah ja, schießen. Bau, bau! Ah ja, und wir müssen diese Roboter, die hier halt sind, quasi manipulieren. Ah, okay, jetzt... Ich hab's verstanden, Leute, ich hab's verstanden. Dann muss er in die Ecke und dann können wir ihn da manipulieren. Dann können wir nämlich auf ihn rauf und so kommen wir dann an die Batterie heran. Und so wird es die ganze Zeit sein. Vielleicht soll ich auch lesen, was da unten steht. Ein fliegender Roboter. Ich kann ihn zu meinen Vorteilen nutzen. Ja, Vorteil. So, jetzt bist du hier unten und dann gehst du wieder hoch, wenn ich auf dich raufsteige. Das ist doch schön, Leute. Das ist doch schön. Wir sind wahrscheinlich instant tot, wenn wir irgendwo reinjumpen. Bist du auch ein Mechabolt? Du da? Hallo? Das ist so ein Gesicht. Bist du auch irgendwas? Hier sind überall Gesichter. Was hat das zu bedeuten? Das ist bestimmt ein riesiger Mechabolt hier. Au, okay. Das ist ein Sprung-Mechabolt. Aua, okay, ich glaube, ich werde noch ein paar Mal sterben in diesem Spiel. Holy moly, okay, hätte sich das vielleicht schon gelohnt, ein... Ist auch nicht gut hier, ne? Das ist auch nicht gut. Nee, das langt nicht. Hätte sich vielleicht gelohnt, einen Death-Counter einzubinden. Okay, 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 aber easy. Ich auch hin. Ja, ich fand von der Idee her, war das ganz cool. Es soll sehr kurzweilig sein. Ihr seht ja auch schon, die 100 Level werden wohl... Also wenn das weiterhin so ist wie jetzt... Dann werden... Oh, man kann ihn sogar schieben. Das ist ja nice. Das ist sehr nice. Die 100 Level werden sehr schnell zu Ende gehen, vermute ich einfach mal. Aber auf der anderen Seite werden sie natürlich auch schwerer später. Ich glaube, wir brauchen beide. Komm her, du. Ja, und wir haben hier quasi so eine coole Waffe, die einfach alles mit uns macht. So ein bisschen, bisschen wie Portal, aber dann auch wieder nicht. Und mit diesen Batterien, das ist halt die Story. Kostet... Oh, da unten sind Stacheln. What? Kostet 5 Euro. Aua. Okay, man darf auch nicht in deren Feuer unten rein. Das macht sogar Sinn, Leute. Oh man. 5 Euro bei Steam? Alter, dieses Feuer. Okay, jetzt ist hier natürlich schon ein bisschen... Alter, okay, dieses Level, da muss ich mich, glaube ich, mal konzentrieren. Wir können ja hier... Ach, nee. Wir müssen die tatsächlich nutzen. Ah, warte. Wenn wir einfach alle Eimer aktivieren, dann sollte das ja eigentlich easy sein. Okay, unsere Waffe geht nicht unendlich weit. So, geh dahin. Und jetzt lass mich hier hoch. Ohne Witz. Kann nicht sein, dass ich hier 5 Milliarden mal sterbe. Okay, das war schon ein härteres Level, müsste ich sagen. So. Ja. Apropos Forager. Bei Forager gab es neulich ein Update. Aber bisher nur in der Beta. Aber da ist richtig viel dazu gekommen. Also jetzt wirklich so richtig... Was ist das denn hier? Oh, der brennt das alles ab. Das ist natürlich... Das ist cool. Der sind dann ein bisschen an... An Mega Man. Da gab es doch auch solche komischen Dinger. Ah, wir können ihn drehen. Okay, verstanden. Los, schieß. Sehr gut. Und nein! Dreh dich doch einfach wieder um. Ja, dann dreh ich wieder um und easy. Hä? Ah nein, da unten war auch noch ein Stachel. What the hell? Ja, aber ich fand den Grafikstil von diesem Spiel ganz cool. Nur so zum Antesten. Ich glaube, das Spiel geht nur so zwei... Ach so, ja. Man darf ja nicht auf die rauf. Ich glaube, das Spiel geht nur so 2 Stunden. Wenn... What the hell ist hier? Ach so. Wenn man nicht so richtig dumm failt, kann man den auch schieben, nö. Oh, schieß mal runter. Okay, soll schon lang. Ja, jetzt brennt hier... Ah, man darf auch nicht in das Feuer rein. Oh Gott. Ja, aber wie gesagt, sehr kurzweilig, auch von der Spieldauer halt her. Ich glaube, wir machen die erste Welt durch und dann sollte das mit dem letzten Test lang. Auf jeden Fall, Forager hat ein Update bekommen mit ganz vielen Neuigkeiten oder ganz vielen Neuerungen, besser gesagt.
Mein Gott, ja, dieser Dude nervt schon ein bisschen, möchte ich meinen. Und ich find's auch doof, dass ich mich einfach nicht ducken kann. So, jetzt schießt in die andere Richtung, du nervst. Da gibt's zum Beispiel neue Bosse und neue Gebiete. Und ich glaube, man kann auch seine eigenen Inseln inzwischen machen und sowas, aber das Update ist noch ein bisschen verbuggt, deswegen möchte ich es ehrlich gesagt noch nicht angucken, aber in der Zukunft wird da dann wohl nochmal irgendwas kommen. Nur so für die Leute, die meinen Kanal vielleicht verfolgen. Und das interessiert. Meine Güte, jetzt sind die hier einfach überall. Schieß da hin, genau, mach das kaputt. Ich glaube, ich drehe dich doch wieder um. Ich glaube, das ist angenehmer. Achso, warte. Den willst du auf jeden Fall auch treffen, dann ist er wieder unten. Ich gehe mal rechts hoch, ich glaube, das ist safer. Wo ist denn hier überhaupt das Ziel? Wo ist das? Der Plan? Schießt du mal in die Richtung? Da ist die Batterie, okay. Oh. Ist doch ein schönes Spiel. Einfach bisher, auch wenn ich schon ein paar Mal gestorben bin. Aber dennoch irgendwie witzig. Schwer zu erklären. Auf jeden Fall, lol. Okay, was passiert, wenn wir den anschießen? Das hat er einfach geschossen. Und da können wir wahrscheinlich uns einfach raufstellen. Ja, okay, okay, verstanden. Cool, cool. Wenn wir den anschießen, dann schießt er seine Teile daraus, seine Pfeile. Ich bin gespannt, ob er die auch schießt. Nee, er schießt sie nicht einfach so. Erst, wenn man ihn damit trifft. Ah ja. Cool. Ich bin gespannt, wie viele komische Mechs oder Mechabolts... Mechabolt war ja unsere Waffe. Wie viele Roboter es hier noch gibt. Du kannst wieder mal schießen. Olli, Olli. Müssen wir jetzt nach links oder nach rechts? Hä? Okay, das langt noch nicht. Wir brauchen nochmal so einen... So einen komischen Roboter. Den da. Pau, los. Mach jetzt. Schieß darüber, danke. Ich glaube, jetzt brauchen wir den nochmal auf der linken Seite. Okay, man kann ihn aber auch nicht auf die Stacheln raufpacken. Da gehen wir ja rüber, dann haben wir das auch schon. Ja, also für 5 Euro, glaube ich, kann man das auf jeden Fall mal machen, oder? 5 Euro für ein paar Level. Ich glaube, das könnte auch ein sehr gutes Handyspiel sein, tatsächlich. Ich glaube, sowas würde ich auch auf dem Handy spielen. Weil man hat nicht wirklich viel Auswahl mit der Steuerung und sowas. Ganz nett. Leichtes Spielprinzip, nicht allzu schwer. Aber vorher, 5 Euro ist für ein Handyspiel wieder zu viel, glaube ich, ne? Für so ein Handyspiel. Auf dem PC geht das dann schon wieder. Hm. Was sagt ihr dazu, Leute? Die Dinger erinnern mich auch an. An Mega Man. Man die irgendwie abschießen kann? Ah, bisher auf jeden Fall noch nicht. Ich spiele aber in letzter Zeit viel... Na, diese dummen Dinger! Ich spiele jetzt viel zu viele Jump'n'Runs, merke ich. Aber Jump'n'Runs sind angenehmer als andere Spiele. Ah, als ob die auch da unten hinschießen! Ey, bei dieser Hitze. Zum Glück ist heute der letzte Hitzetag, laut App. Also morgen nur noch so 20 Grad. Das hört sich auf jeden Fall angenehmer an. Bin mal gespannt, ob es so bleibt, weil in den letzten Tagen hat... Ach, come on, ey. In den letzten Tagen hat mich nämlich meine App ganz schön angelogen. So, die schießen immer zweimal. Meine Güte, hat immer gesagt, ja, es regnet dann irgendwann. Und dann, als es soweit war, hat er gesagt, nee, es wird noch 4 Grad heißer, als ich dir gesagt habe. Ha, 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 ha. Ah, Mann, okay, diese Dinger sind richtig assig. Ich denke doch nicht mehr dran, dass von oben irgendwas kommt, wenn ich sie nicht mehr sehe. Bei Mario wäre das so, dass sie nicht geladen wären. Oh, Mann. Und dann halt nichts mehr machen. Aber hier, nope. Meint ihr, das sieht anders aus, wenn man sich zerquetschen lässt? Nee, okay. Hätte ja sein können, dass da Blut fehlt, Leute. Es fehlt Blut in diesem Spiel. Boah, aber ich bin jetzt schon wieder richtig am Sweaten in meinem Zimmer. Das ist echt nicht cool. Tja. Hat jemand mitgezählt, bei welchem Level wir sind? Können wir... Ah, Level 18. Okay. Okay, du kannst einfach rüberschießen. Ansonsten macht er nicht viel, ne? Okay. So, 5 Level noch. Was haben wir hier? Aua. Ich hätte gedacht, es ist noch ein bisschen mehr Rätselspaß. Weil an sich, hier ist jetzt einfach nur sehr viel Ausweichen und so richtig nachdenken muss man halt auch nicht. Aua, ich schaff's halt trotzdem ganz viel zu sterben. Mann. Ich würde die Dinger da oben gerne mal abballern. Bin gespannt, ob das irgendwann nochmal kommt. Ach ja, man darf die ja nicht berühren, wenn man sie davor nicht angeknuddelt hat. Ist das nervig. So, schieß. Du, nein. Ja, da sieht besser aus. Yo, die drehen sich auch noch um. Was ist denn bei denen kaputt? Die wollen einen einfach leiden sehen. Okay, aber geschafft. Mann, da unten war so eine Plattform und wir dürfen die trotzdem nicht angreifen. Ich will mal sehen, was die machen, wenn man die dann angreift. Okay, au. Okay, aber auch klar, was wir hier machen müssen. Warten wir, dass er ganz rechts ist, dann haben wir mehr Zeit. Knallen wir den ab und jetzt kommen wir hoch. Okay, jetzt kommt hier so langsam Rätsel auf. Klar ist auch alles die erste Stage. Das heißt, man wird erst rangeführt an die ganzen Mechanics und so, was man alles machen kann, an was man alles sterben kann.
Keine Ahnung, ob das später noch irgendwie schwerer wird. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht schwerer wird. Dass das so auf diesem Niveau bleibt. Dass es quasi... Nein! Nein! Wenn man falsch läuft, dann ist man halt instant tot. Aber ansonsten... Ach, nicht viel Nachgedenke. Was haltet ihr denn von dem Spiel, Leute? Hä? Wo muss ich denn hier überhaupt hin? Kann ich den nicht einfach abknallen und mit ihm dann hochfahren? Hätte ich das von Anfang an machen können? Lol, nicht dein Ernst, oder? Ach, der geht auch nur hoch, wenn ich auf ihn drauf bin. Okay. Lol, ich hätte das von Anfang an so machen sollen. Oh, nö, jetzt bin ich einmal rumgelaufen. Oh, meint ihr, wir haben hier mal die Chance, den anzuknuddeln? Ich glaube nicht. Okay, ich gehe mal unten lang. Okay, aber so langsam sieht das hier dann doch ein bisschen mehr rätselhaftiger aus. Auf jeden Fall ist mehr auf dem Bildschirm drauf. Hä, wo kriegen wir denn jetzt hier so ein Dings her? Ach, der schießt das jetzt ab. Oh, okay. Au. Aber das finde ich dann doch schon wieder cool. Man benutzt die Megabulls, die hier... Hä? Ah. Die hier so sind. Für auch andere Sachen. Also sie sind nicht immer nur für eine Sache gut, sondern die kann auch mehrere Sachen machen. Na, die waren bisher für gar nichts gut, deswegen ist das noch okay. Außer fürs Töten, die waren nur fürs Töten gut. So, zwei Level haben wir noch. Okay, hier müssen wir aber auch einfach nur wieder im richtigen Moment springen, dann ist alles cool. Den drehen wir immer um, dann macht er bestimmt irgendwas Cooles. Ja, ja, da brennt wieder alles. Hast du gut gemacht. Das war auch sehr einfach. Also die erste Welt ist auf jeden Fall sehr, sehr einfach. Aber ich finde vom Grafikstil ist es cool. Die Musik ist eigentlich auch ganz nice, was ich so bisher gehört habe. Das müssen wir gleich nochmal prüfen. Also ich werde nur die erste Welt spielen, weil das halt nur ein Let's Test ist. Aber wir gucken gleich nochmal, ob die zweite Welt eventuell andere Musik hat. Weil das wird ja dann nochmal Pluspunkte geben. Pow, pow. Also vom Grafikstil schon so ein bisschen wie Forager auf jeden Fall. Halt auch von der Farbenwahl und sowas. Was ist das? 16-Bit? 8-Bit? Nee, schon 16-Bit, ne? Okay, das war die erste Map. Die Overworld hat auf jeden Fall auch eine eigene Musik. Jetzt gehen wir nochmal kurz in die Wüste und gucken, ob hier andere Musik ist. Ja. Okay, andere Musik, andere Pflanzen und so ein Scheiß. Klingt für mich eher wie ein Wasserlevel hier gerade, aber okay. Ach, das sind auch solche Roboter hier. Ah, okay, interessant. Ja, also es gibt dann, wie gesagt, 96 Level anscheinend. Oh, okay, die brechen weg. Aber nur einige? Okay, hier ist komisch. Man weiß halt nicht, was Roboter sind und was nicht. Und dann würde ich sagen... Ah, okay, die helleren, die fallen weg und die dunklen nicht. Das war's mit diesen kleinen angespielt. Ah, die kann man auch wegschießen. Oh, ich glaube, die Wüste wird mir tatsächlich sogar mehr Spaß machen. Ah doch, die haben rote Augen, die man wegschießen kann. Höchst interessant, Leute, höchst interessant. Könnt mir sagen, wie ihr das Spiel fandet. Ja, ansonsten, wie gesagt, ups, für 5 Euro bei Steam, nicht allzu viel, kann man machen. Vielleicht in einem Sale für 2 Euro oder so. Oh, man kann die auch runterschießen. Oh, guck mal, das hier wird schon geiler, finde ich. Wenn man hier dann auch mal ein paar Blöcke hin und her schieben muss, das finde ich irgendwie besser. Als wenn es immer nur einen Weg gibt. Klar, es gibt doch so nur einen Weg, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ja, dann war es das mit diesem kleinen angespielt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es gibt anscheinend noch sehr viel mehr Roboter, die man hier angucken kann. Lol. Hä? Soll ich das noch weiterspielen oder nicht, Leute? Was sagt ihr? Weiß nicht. Dauert halt anscheinend nicht mal 2 Stunden, dass man es durchspielt. Könnte man also schnell mal als Projekt machen. Na egal. Dann auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, Leute. Würde mich freuen, ob ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.